In der heutigen Podcast-Folge habe ich tatsächlich einen Mikroimpuls für dich, weil es muss in meinen Augen nicht immer der ganz große Wurf sein, immer die 20- oder 30-, 40-minütige Folge, denn es geht ja hier ums Umdenken. Und mir ist es wichtig, dir Tipps mitzugeben, Impulse mitzugeben. Und heute habe ich so einen kleinen Mikroimpuls in der kurzen Folge für dich. Und zwar heißt der Impuls: Verstehen kommt vor verstanden werden. Ich sage es nochmal: Verstehen kommt vor verstanden werden. Das muss erstmal sacken. Ich habe mir den auch öfters anhören müssen, bis ich die Tragweite wirklich tatsächlich verstanden habe. Es gibt Situationen, zum Beispiel mit unseren Kindern. Und da nehmen wir Eltern uns nicht die Zeit, unsere Kinder wirklich zu verstehen, sondern wir wollen sofort, dass unser Kind unsere Meinung umsetzt, dass es so macht, wie wir es für richtig halten. Und wir stülpen quasi unsere Weltansicht, unser Wertesystem, unsere Forderungen, Wünsche, Erwartungen dem Kind über. Wir nehmen uns aber ganz selten die Zeit, wirklich zu verstehen, worum geht es meinem Kind eigentlich? Das heißt, wir nehmen uns nicht die Zeit des Verstehens, sondern wir wollen sofort verstanden werden. Das ist auch die Ursache von vielen Streits. Und wenn ich zum Beispiel ein Coaching mache, dann gehe ich niemals davon aus, dass das Wertesystem und im NLP sagt man die Landkarte des anderen meine Landkarte ist. Und das heißt, ich kann unter "das war echt heftig" etwas ganz, ganz anderes verstehen als der andere. Und ich würde als Coach mir niemals anmaßen, davon auszugehen, dass meine Interpretation von "das war echt heftig" dieselbe ist wie vom Gegenüber. Deswegen frage ich immer: Was verstehst du denn darunter? Was meinst du denn damit? Oder ein schönes Beispiel: Ich fahre mit meiner Tochter, die ist jetzt 9, mit der Kleineren im Auto. Und dann sagt sie: "Oh, die XY aus meiner Klasse, das ist so eine Tussi." So. Normalerweise würde ich für mich habe das Bild: Tussi, sieht so und so aus, verhält sich so und so, hat die und die Ausstrahlung, macht dieses und jenes, ist mein Verständnis von Tussi. Weiß ich, ob das Bild meiner Tochter das gleiche ist? Hätte ich natürlich gleich sagen können: Sag sowas nicht und das macht man nicht. Oder ich hätte sagen können: Ja, Tussis sind alle total blöd. Aber das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe erstmal versucht, sie zu verstehen und habe sie gefragt: "Mein Schatz, was verstehst du denn unter einer Tussi?" Und das war ein komplett anderes Bild als mein Verständnis von diesem Wort. Das heißt also, bevor ich wollte, dass mein Kind mich versteht und meine Antworten dazu aufnimmt, habe ich mir erstmal die Mühe gemacht zu verstehen, was meint mein Kind denn eigentlich drunter. Oder anderes Beispiel: Familie ist im Coaching, Mutter und Sohn sind bei mir. Und die Mutter ist furchtbar aufgelöst darüber, dass der Sohn immer sagt, er würde gerne in einem Ghetto leben. Und sagt sie: wieso will mein Kind in einem Ghetto leben? Ja, das ist doch furchtbar. Und sie hat den einen Fehler gemacht. Sie hat ihren Sohn nie gefragt, was er unter einem Ghetto versteht. Und ich habe ihn dann gefragt, sage ich: "Na, was verstehst du denn unter einem Ghetto?" "Ja, ein Ghetto ist halt so, da wohnen alle zusammen, so in einer Wohnung mit mehreren Gleichaltrigen und dann macht man halt Party zusammen und versteht sich voll gut und chillt zusammen." Der meinte eine WG, hat das aber als, ja, einfach falsch betitelt. Und hätte die Mutter gemerkt oder gewusst, dass das Kind WG meint, hätten sie ganz anders darüber reden können. Aber sie hat sich nicht die Zeit genommen zu verstehen, sondern das Einzige, was sie wollte, ist von ihrem Kind verstanden werden, warum im Ghetto-Leben keine Option ist. Und das meine ich damit: Verstehen kommt vor verstanden werden. Nimm dir die Zeit, dein Gegenüber zu verstehen, egal ob es dein Partner ist, dein Arbeitskollege oder in unserem Fall hier in diesem Podcast dein Kind oder Jugendlicher. Was ist die Intention dahinter? Um was geht es wirklich? Was meinst du damit? Ist dein Verständnis des Wortes wirklich auch mein Verständnis des Wortes? Und wenn du diese Zeit nimmst, also ein bisschen, ich sage immer zu meinen Ausbildungsteilnehmern: Nimm dein Ego raus. Nimm dich selber nicht so wichtig. Sei neugierig, sei wie ein unbeschriebenes Blatt Papier und versuche, den anderen zu verstehen. Und gerade im Coaching ist es natürlich wahnsinnig wichtig, das eigene Ego rauszunehmen, weil es geht nicht um mich. Und das dürfen wir auch als Eltern tatsächlich üben. Das eigene Ego mal ein Stück nach hinten stellen. Und Ego ist überhaupt nicht
böse gemeint. Ne? Also das Wort egoistisch, ne? Das hat so einen Negativstempel, gar nicht. Ne? Sondern sich selber nicht als Nabel der Welt sehen, sagen, hey, ich weiß auch nicht alles, ich verstehe auch nicht alles, ich kann nicht den Kopf meines Gegenübers gucken. Und deswegen frage ich erstmal nach, um sicher zu sein, dass wir beide von dem Gleichen sprechen. Weil wenn du von dem einen redest und dein Kind von dem anderen, dann redet ihr klassisch aneinander vorbei. Also nachfragen, wie meinst du das, was verstehst du darunter, was ist dein Wunsch dahinter, was glaubst du damit erreichen zu können, kannst du mir erklären, warum dir das so wichtig ist, das, also verstehe erstmal die Welt des anderen und dann im zweiten Schritt geht es um verstanden werden. Jetzt darfst du natürlich deinen Senf dazugeben, aber nimm dir die Zeit, den anderen wirklich zu verstehen und dessen Welt zu ergründen. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Deine Kira.